Inside Star Citizen. Unser Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute schauen wir uns natürlich das Inside Star Citizen vom gestrigen Donnerstag an, wo es um die Beleuchtung geht und ich einen Exkurs gebaut habe zum Thema Environment Probes. Wir kriegen einen Sprint-Report und eine kleine Diskussion aus Spektrum zum Thema der interstellaren Nebel. Und für alle von euch, die meinen Podcast der vergangenen Woche Freitag nicht gehört haben, möchte ich noch einmal die zwei Einträge auf Spektrum ins Programm aufnehmen, wo es zum einen um die Bewertung und Verbesserungsvorschlag des Kriminalitätssystems geht und um einen sehr spannenden Eintrag von Chad McKinney zu der Frage, ob man nicht eine granularere Kontrolle von Türen einbauen könnte. Und da ist Chad McKinney auch auf das Thema Balancing mit eingegangen. Ein, wie ich finde, sehr wichtiges Thema und auch ein Thema, was die Diskussion in der Community immer wieder anheizt, so wie von mir in der vergangenen Woche gerade erst erlebt. Und insofern geht's jetzt rein in ein sehr umfangreiches Inside Star Citizen und ich wünsche euch viel Spaß. Was ist Beleuchtung? Es ist mehr als nur viele Lichter im Raum zu positionieren, um alles hübsch auszuleuchten. Objekte und Charaktere sollen außerdem gut aussehen. Beispielsweise ist die Szene, die ihr in diesem Moment seht, viel zu dunkel. Der Hintergrund ist zu dunkel, man sieht den Sprechenden nicht. Für ein Interview wäre diese Beleuchtung also nicht geeignet. Was ist zu tun? Klar, Licht einschalten. Dieses erste Licht verleiht der Szene einen warmen Ton und beleuchtet insbesondere den Sprecher. Der Hintergrund ist nach wie vor zu dunkel. Als nächstes kommen Fülllichter hinzu, die die Szene mit mehr allgemeiner Helligkeit befüllen. Eine kleine Taschenlampe beleuchtet einen spezifischen Punkt, das Gesicht. Allerdings ist nun an dieser Stelle zu viel Licht. Dann wäre da noch der Hintergrund. Befüllen wir ihn mit Tageslicht. Viel besser. Also, Beleuchtung, ziemlich cool. Awesome. All right, stop recording. The role of lighting artistically. Aus der grafischen Perspektive bedeutet Beleuchtung, eine interessante Atmosphäre zu erzeugen. Etwas, das der Spieler vielleicht noch nie zuvor gesehen hat und was ihn dazu anregt, einen bestimmten Levelbereich weiter zu erkunden. Eine andere Bedeutung der Beleuchtung ist die Navigation der Spieler durch bestimmte Levelbereiche, sei es, um ihn dorthin zu führen oder ihn auf bestimmte sogenannte Point of Interests, interessante Gameplay-Elemente, hinzuweisen. Eines der größten Probleme der Beleuchtung in Star Citizen ist die Planetenrotation, was einen dynamischen Tagesrhythmus bedeutet, was wiederum bedeutet, dass alle Objekte und Orte auf diesem Planeten zu allen Zeiten und in allen Richtungen in dem gewünschten Maß beleuchtet sein bzw. werden müssen, und zwar unabhängig davon, wo die Sonne und die Spieler sich befinden. Zu jedem Tages- und Nachtzeitpunkt muss die Beleuchtung also abgestimmt sein, und das ist eine große Herausforderung. Zwei Zugeständnisse, die man sich hinsichtlich dieser Herausforderung machen musste, war das Backen der Umgebungsbestandteile im Voraus des Rendervorgangs. Es wird gewissermaßen eine Momentaufnahme durch das System vorgenommen, die Beleuchtung berechnet und das Ergebnis dann auf die Live-Spielszene projiziert. Man musste sich daher für drei Beleuchtungsszenarien festlegen, nämlich Tag, Nacht und Nebel, Dunst. Nachteil ist natürlich, dass dieses Verfahren eine statische Beleuchtung ergibt. Das zweite Zugeständnis war, dass man die Beleuchtung immer aktiviert lassen musste, 24 Stunden am Tag. Das bedeutet natürlich, dass selbst am schönsten, hellsten Sommersonnentag die Straßenbeleuchtung nach wie vor aktiviert war. Das wiederum beeinträchtigte nicht nur die Performance, sondern sah auch nicht wirklich toll aus, wird uns hier im Video erklärt. CRG war mit diesen beiden Zugeständnissen nie wirklich zufrieden, weshalb man nach Lösungen gesucht hat, um diese Rätsel zu knacken und echte, dynamische Beleuchtung zu ermöglichen. Der erste Lösungsansatz war etwas, das CIG Runtime Probes nennt. Das ist im Grunde, wird hier erläutert, eine extra Flag für das Environment Probe Entity, die man aktivieren kann und die der Entität mitteilt, dass sie sich in bestimmten Zeitabständen aktualisieren und dementsprechend die Beleuchtung anpassen soll. Was das bedeutet, um das zu verstehen:
Dazu müssen wir im Vorwege zwei Grundbegriffe erklären. Eine Entität kennen die meisten von uns inzwischen trotzdem noch einmal wiederholt, für alle, die neu dazugekommen sind. Generell ist eine Entität ein Informationsobjekt. In der Welt von Cloud Imperium Games ist die Bezeichnung Entität jedes Objekt im Spiel, sei es ein Raumschiff, eine Rüstung, eine Waffe, ein Spieler. Und so eine Entität kann mit verschiedenen Komponenten befüllt werden, zum Beispiel Physik-, Logik- oder Grafikkomponenten. Der zweite zu erklärende Begriff sind die Cube Maps. Cube Maps, das ist ein Begriff ganz klassisch aus der 3D-Modellierung. Bevor man sich daran macht, komplexe 3D-Modelle in noch komplexere 3D-Umgebungen zu packen, nur um sich anzuschauen, wie denn Licht und Schatten und Reflexionen wirken, wird ein Würfel erstellt, der auf allen Seiten die Umgebung widerspiegelt. Das kann entweder nach außen oder nach innen gerichtet sein. Anschließend wird dieses Hilfsmittel Würfel aufgeklappt, sodass man in der sich nun ergebenden zweidimensionalen Map auf einen Blick alle Umgebungen in Bezug auf Spiegelungen, Reflexionen, Schattenwürfe und so weiter sehen kann. Warum macht man das? Schlicht, um zu prüfen, ob in komplexen 3D-Umgebungen alle Umgebungsberechnungen, inklusive auch der Beleuchtung, korrekt durchgeführt werden. Was hat es nun mit den Environment Probes, den Umgebungssonden, auf sich? Environment Probes sind eine Technik, bei der Bilder aus der Spielwelt von einer Kamera aufgenommen und diese Informationen in einer Umgebungstextur, wie zum Beispiel einer Cube Map, organisiert werden, die die Ansicht in alle Richtungen von einem bestimmten Punkt in der Szene aus enthält. Das Rendern von 3D-Objekten in dieser Umgebungstextur ermöglicht es, reale Bilder in gerenderten Objekten wiederzugeben. Das Ergebnis sind im Allgemeinen realistische Reflexionen und Beleuchtungen virtueller Objekte, die von den Ansichten der realen Welt beeinflusst werden. Was das genau bedeutet, Schritt für Schritt, gehe ich jetzt gleich noch drauf ein. Diese Environment Probes, die sind ein Bestandteil der Lumberyard Engine, die ja bekanntermaßen auf der CryEngine basiert. Und in der Dokumentation der CryEngine, da habe ich ein anschauliches Beispiel für die Arbeit mit den Environment Probes gefunden. Hier haben wir einen groben Beispiellevel. Aus diesem werden nun sämtliche Lichtinformationen entfernt. Wie man jetzt sehen kann, sind die Schatten jetzt wirklich schwarz und hart abgegrenzt. Das könnte also schon zeigen, wozu die Umgebungssonde, die Environment Probe, dient. Sie erzeugt eine Cube Map dieser Szene und ermöglicht die physikalisch basierte Beleuchtung respektive Schattierung. Darüber hinaus wird die Environment Probe auch zur Reflexion auf reflektierenden Materialien in der Szene verwendet. In diesen leeren Raum hier wird eine leere Entität eingesetzt, eingefügt. Und in diese Entität wird eine leere Environment Probe hinzugefügt. Und das ist der kleine runde Ball im vorderen Bereich dieser Szene. Hieraus wird deutlich, eine Environment Probe, eine Umgebungssonde, ist ein Objekt oder auch Volumen in einer Spielumgebung, an dem oder mit der in der Umgebungstextur Informationen erfasst werden. Wie wir hier sehen, hat jede Umgebungssonde einen Maßstab, eine Orientierung, eine Position und Volumengröße. Environment Probes können an allen Orten in der Spielwelt platziert werden, um die Umgebungsinformationen an jedem Standort einer Probe zu erfassen. Nach dem Hinzufügen dieser Komponente wird ein Kasten um die Entität herum erstellt. Das ist die visuelle Darstellung des Bereichs, in dem die Umgebungssonde aktiv sein wird. Obwohl das im folgenden Bild vorgenommen wird, sieht man visuell noch keine Veränderung der Licht- und Schattengebung. Das liegt daran, dass die Cube Map in diesem Fall noch nicht generiert wurde. Hier erklärt Crytek, dass man jetzt noch einen Klick machen muss und dann wird diese Cube Map berechnet und sobald das passiert ist, wird die Szene quasi magisch beleuchtet. Jetzt können die Designer und Grafiker damit beginnen, mit den Attributen der Environment Probe herumzuspielen und zum Beispiel die Farbe der Schatten und Intensität der Lichtquellen anzupassen. Die Funktionalität der Environment Probes liefert der Engine also wertvolle Beleuchtungs- und Reflexionsdaten. Das folgende Bild veranschaulicht die Verwendung der Umgebungstextur einer auf eine Kugel angewandten Environment Probe als Reflexionskarte.
Umgebungssonden, Environment Probes, helfen also bei der Bestimmung von korrekten Reflexionen, diffusen Umgebungswerten, diffusen Partikelwerten und Schattenfarben. Was CRG nun nutzt für den Tag-Nacht-Wechsel bei Städten und Außenposten, ist die Möglichkeit, mehrere Environment Probes quasi zu blenden, also zu vermischen. Hierzu das folgende veranschaulichende Beispiel. Das kleine Szenario zeigt, wie eine Lampe gedimmt werden kann. Der Raum verfügt über eine Dimmerlampe und ein Nachtlicht links der Szene. Wenn die Lampe gedimmt wird, muss auch die von den Environment Probes bereitgestellte Umgebungsbeleuchtung gedimmt werden. Der Raum verdunkelt sich aber aufgrund des Nachtlichts nicht vollständig. Wie gesagt, ein sehr einfaches Beispiel. Man kann sich aber nun vorstellen, dass die Beleuchtung eines Raums wie Wally's Bar oder gar einer ganzen Stadt eine äußerst große Anzahl von Environment Probes benötigt, die mittels Blending miteinander sozusagen verschmolzen werden. Hinzu kommt, dass Morgen- und Abenddämmerung, also der Farbübergang, der Tag-Nacht-Wechsel, noch mehr Probes erfordern als Mittag und Mitternacht. Also ein unglaublich komplexes Unterfangen. Diese Probes, und damit komme ich zum letzten Punkt, können manuell platziert werden und auch automatisiert während der Laufzeit des Spiels in der Live-Umgebung. Deswegen Runtime. Klar, dass CRG hier automatisiert arbeiten möchte und auch muss. Von diesen sogenannten Runtime-Probes hat CRG den Environment-Probes noch mehr hinzugefügt, um die gezeigten Beleuchtungseffekte systemisch automatisiert realisieren zu lassen. Ausgangspunkt für die Environment Probes sind natürlich Lichtintensität und Winkel der Sonneneinstrahlung. Alle paar Grad, die sich die Sonne bewegt, versuchen die Environment Probes, die Umgebungsbeleuchtung zu überprüfen und anzupassen. Das ermöglicht eine dynamische Beleuchtung, die auch tagsüber reduziert bis abschaltet, was die Immersion für die Spieler deutlich erhöhen sollte. Der zweite Lösungsansatz war etwas, das CRG Day-Night Light Groups nennt, Tag-Nacht-Lichtgruppen. Hierzu nutzt man die bereits für die Raumschiff-Schadenszustände entwickelte Lichtgruppentechnologie, um den Zustandsgrad der Schiffe durch Alarmzustandsbeleuchtung zu visualisieren. Diese Technologie verwendet man nun tageszeitbasiert, um so den jeweiligen Status tags und nachts zu definieren. Für das Beleuchtungsteam bedeutet das, dass sie einen komplett neuen Layer, eine Schicht an Umgebungskomplexität dem Spiel hinzufügen können. Dinge wie die Lichter der Großstädte, Straßenbeleuchtung oder auch spezifische Beleuchtung von Lokationen, die des Nachts eine andere Rolle haben als des Tags, wie im Falle von Wally's Bar auf New Babbage. Diese Technologie der Environment Probes erlaubt es CRG, eine höhere visuelle Varianz in ein und derselben Spielumgebung zu schaffen, sodass diese Spielbereiche allein durch die Beleuchtung wie komplett unterschiedliche Spielelemente in Star Citizen wirken. Ab dem kommenden Patch wird diese Beleuchtungstechnologie ausgerollt und wird das Aussehen der bereits existierenden Landezonen Area 18 und Lorville nochmals deutlich verändern. Doch nicht nur dort, auch bei kleineren Objekten wie planetaren Außenposten und Untergrundeinrichtungen wird in naher Zukunft ein Tag-Nacht-Wechsel der Beleuchtung implementiert werden. Testumgebung für die hier vorgestellten Runtime-Probes ist, wie gesagt, New Babbage, insbesondere Wally's Bar, mit dessen Ergebnis sich CIG zufrieden zeigt und von dort aus das neue Feature in das Verse ausrollen wird. We're really excited about these features and what they will bring to Star Citizen. We hope that you guys enjoy it as much as the lighting team has enjoyed breathing new life into legacy locations and new locations as well. From lighting the universe to filling it with characters, locations and spacecraft. Als nächstes geht's weiter zum Sprint Report. Als erstes sehen wir Konzeptzeichnungen für weitere Yoga-Anzüge, die für den Fitnessbereich auf New Babbage entwickelt werden. Personal health and well-being is an important aspect in maintaining the optimum productivity for any valued employee. And at Microtech, every employee is valued. Take that, workers of Lorville.
Auch für New Babbage wird am Missionsgeber Eddie Parr gearbeitet. Eddie ist der Barkeeper in Wally's Bar. Sein Geschäftskontakt ist Michael Shaw, mit dem er gemeinsam Drogen nach New Babbage schmuggelt. We'll call it contraband in for the locals. Hey, people gotta cut loose. And yoga ain't for everyone. But before we see Eddie Parr in yoga outfits, ein weiteres Feature für New Babbage sind die neuen Hightech-Hangar-Tore und generell die Hangar-Einrichtungen, die für den Raumhafen Microtex entwickelt werden. In Lorville in Area 18. These will come in a variety of shapes and sizes to accommodate most ships in the persistent universe. Just wait for the doors to be completely open before you try to pass through. Don't be like Disco. Weiter geht's zu den Raumstationen und dem Cargo-Modul, für das die Inneneinrichtung entwickelt wird und die wir vorletzte Woche im Inside Star Citizen kennengelernt haben. Diese Innenbereiche sind nun vom Konzept in die Whitebox-Phase übergegangen. Hier wird es später neue Gameplay-Möglichkeiten für Händler und Frachtschiffkapitäne geben mit neuen Vertragsarten, neuen Geschäftsmöglichkeiten und auch im Rahmen der kommenden Spieler-Handels-App der Player Trading App neuen Funktionalitäten, in deren Rahmen man Fracht und Geld untereinander tauschen können wird. Im Star Citizen Live der vergangenen Woche konnten wir einen tieferen Blick in die Entwicklung der Gaswolkentechnologie werfen, die sowohl für Star Citizen als auch Squadron 42 benötigt wird. Für Star Citizen werden allerdings noch weiterführende Tests durchgeführt hinsichtlich möglicher Texturen und den daraus entstehenden Gameplay-Elementen im Weltraum, wie zum Beispiel darin verborgenen Raumstationen. Die Ergebnisse der hier zu sehenden Tests und Untersuchungen werden später die Basis bilden für alle Gaswolken und Nebel des Persistent Universe, zum Beispiel in Asteroidenfeldern, in der Nähe von Sprungpunkten und noch mehr. Hierzu kurz eingeworfen gab es einen Spektrum-Eintrag vom Citizen Michael Mike Hansen, der schreibt: Ich habe gerade das Video gesehen, in dem es darum geht, wie das VFX-Team Gaswolken für das Spiel erstellt, und ich möchte als Astrophysiker meinen Beitrag dazu leisten. Eine Sache, der man sich sehr bewusst sein sollte, ist, dass selbst die dichtesten interstellaren Gaswolken sehr dünn sind, sodass die Dichte extrem niedrig ist. Nehmen wir zum Beispiel an, dass wir ein Raumschiff von der Erde in Richtung Orionnebel schicken. Wenn wir starten, sehen wir den Orionnebel in seiner ganzen Pracht in einem Teleskop. Aber wenn wir uns auf die Wolke zubewegen und sie größer wird, wird sie auch dunkler. Und je mehr wir uns der Wolke nähern, desto spärlicher wird sie erscheinen und lange bevor wir in die Wolke eintreten, können wir sie praktisch nicht mehr sehen. Ich weiß, dass es auch hier um Gameplay geht und wer hat nicht schon einmal davon geträumt, ein Schiff in einer riesigen molekularen Gaswolke zu verstecken. Ich hoffe nur, dass das VFX-Team dies im Hinterkopf behält, damit die interstellaren Wolken nicht wie ein riesiger Haufen Raumnebel aussehen. Dazu hat Ben Perry geantwortet: Als wir darüber sprachen, hatten wir die Diskussion über die realistische Nebeldichte und tatsächlich wäre es angesichts der Art und Weise, wie ich die Größen-Dichte-Skalierung vorgenommen habe, ziemlich schwierig, etwas so Großes im Spiel zu erstellen, ohne dass es sehr dünn wäre. Es ist nämlich so, dass im Spiel die Dichte neu skaliert wird, sodass eine Wolke unabhängig von ihrer Größe immer die gleiche optische Tiefe hat. Diese kleineren, dichteren Wolken sind nicht wirklich wissenschaftlich fundiert. Ich bin mir nicht sicher, was das Lore-Team darüber zu sagen hat, aber sie basieren definitiv nicht auf echten Phänomenen. Soweit dieser kleine Einwurf zum Thema Raumnebel. Und zuletzt geht es vom Weltraum in diesem Inside Star Citizen hinab zu den Mond- und Planetenoberflächen. Around space stations, near jump points and beyond. Finally, from outer space down to the surface of our planet. Im Rahmen der stetigen Verbesserung der Planet Tech V4 werden die Heightmaps, die Höhenkarten, weiter verbessert. Ziel ist hier eine bessere Nutzung der vorhandenen Texturauflösungen in den unterschiedlichen Höhenabstufungen unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Klimadaten. Das Problem hat uns CRG schon einmal vorgestellt, auch das möchte ich hier kurz einwerfen. Wenn Sie eine Textur haben und ein hohes Gebirge erstellen möchten, dann bedeutet das, dass sie sehr große Polygone nehmen müssen. Und die Texturen, die auf die Polygone aufgebracht werden, die sind ja immer gleich.
Und deshalb verzerren diese Polygone sehr stark und das sieht nicht wirklich schön aus. Und jetzt versuchen sie, hier eine Lösung zu finden. Das erreicht CRG meines Verständnisses nach, indem sie definieren, dass die Heatmap ab einer bestimmten Polygongröße, die dann zu den stark verzerrten Texturen führen würde, mit einem weiteren Mesh überlagert wird, deren Polygone eben in diesen Bereichen der zu großen Polygone dann eben kleiner sind und damit die Polygondichte höher. Deswegen wird hier vermutlich von einer höheren Resolution, von einer höheren Auflösung gesprochen. Das ist aber mehr oder minder geraten, weil wir zum Lösungsansatz von CRG in diesem Video keinerlei weiterführenden Informationen oder Bildmaterial erhalten. Ergebnis dieser Bemühungen wird eine bessere Objektverteilung sein, erklärt Jared weiter, fließendere Materialübergänge, natürliche Farbgebung, genauere Entfernungsdarstellung und noch viel mehr. Ein weiteres erzieltes Ergebnis dieses sogenannten High Detail Pass ist eine Erhöhung der Effizienz und Genauigkeit, was das Design neuer Planeten und Monde nochmals schneller machen soll und damit dem generellen Erstellungsprozess neuer Sonnensysteme nochmals zugutekommt. Das war's für diese Woche mit dem Inside Star Citizen. Und jetzt gehen wir nochmal in die beiden Spektrum-Einträge rein, die ich, wie gesagt, letzte Woche bereits im Podcast vorgestellt habe. Wer den gehört hat, der kann jetzt theoretisch ausschalten. Denkt daran, am kommenden Dienstag um 20.30 Uhr bei mir auf dem YouTube-Kanal und bei Mitch auf dem Nerds & Geeks-Kanal gibt es wieder die Verse Night. Und dann gibt es eine neue Homepage von unserem Star Citizen Community-Mitglied John Brubaker. Und der hat die Seite www.sternenwanderer.org erstellt, auf der er viele Geschichten aus dem Star Citizen-Verse übersetzt, einstellt und auch eigene Geschichten schreibt. Und es gibt auch zukünftig dort Podcasts zum Hören, die von mir eingesprochen werden bzw. worden sind. Und eine erste Episode wird an diesem Sonntag von Brubaker veröffentlicht. Brubaker ist sehr gespannt, wie euch die Seite gefällt. Ich bin sehr gespannt, wie euch die Geschichte gefällt. Und wer dort mal hinsurfen möchte, den Link zu sternenwanderer.org, den packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Spektrum. Da gibt es eine Frage von einem User, der sehr ausführlich und sehr reflektiert schreibt: Das Rechtssystem ist in Ordnung soweit, aber die angegriffenen Opfer sollen bitte systemisch gefragt werden, ob sie das Verbrechen melden wollen oder nicht. Im wirklichen Leben hat jeder die Wahl, ob er etwas den Behörden meldet oder nicht. Warum können wir nicht etwas Ähnliches im Spiel haben, anstatt nur ein automatisches System zu verwenden, das alles andere als perfekt ist und dem es an gesundem Menschenverstand oder Einfühlungsvermögen fehlt? Hier ist ein Beispiel. Im wirklichen Leben ist jemand gegen euer Auto gefahren. Es könnte ein Fremder sein, ein Freund oder Familie, das spielt keine Rolle. Ihr habt nun die Wahl zu entscheiden, ob diese Beule für den Täter eine Strafe wert ist oder nicht. Vielleicht ist es nichts, vielleicht können die beiden etwas unter sich ausmachen. Es gibt kein automatisches System, das dem Täter eine Geldstrafe auferlegt und es ist Sache des Angefahrenen, das zu melden. Vielleicht war es gar nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste, oder vielleicht ist es eine große Sache und man will das der Polizei melden. Das gegenwärtige, hochautomatisierte System nimmt diese Wahlmöglichkeit und ist deshalb nicht realistisch. Es braucht einen zusätzlichen Layer, eine zusätzliche Ebene, eine Ebene der Freiheit für den Spieler zu entscheiden, was der Spieler tun möchte. Das derzeitige Rechtssystem in Verbindung mit dem neu implementierten Gefängnis gefährdet den aktivsten Teil der Spielergemeinschaft. Das sind die Verfasser von Inhalten und die Menschen, die Veranstaltungen durchführen und an organisierten Schlachten teilnehmen. Niemand will ins Gefängnis kommen oder 40 Minuten damit verbringen, Crimestats zu entfernen, nur um gemeinsam zu spielen, zu trainieren, Spaß mit Leuten zu haben, die sich bereit erklärt haben, an einer Schlacht teilzunehmen. Das System ist völlig angemessen und notwendig, wenn es keine Einigung gibt. Das Rechtssystem und das Gefängnis schaffen eine Menge neues Gameplay, könnten aber von Spielern geschaffene Aktivitäten und aktive Orga-Dynamiken im Keim ersticken. Es löscht quasi den Party-Aspekt des Spiels aus.
Hier ist eine ziemlich einfache Lösung. Ein Kriminalitätsbericht, ein Kriminalitätsprompt. Wenn das automatische System ein begangenes Verbrechen feststellt, erhält das Opfer eine Aufforderung zu wählen, ob die Tat als Strafe gelten soll oder nicht. Wir haben bereits Eingabeaufforderungen im Spiel. Einfach irgendwo eine Zeile Code einfügen, die prüft, ob der Täter eine Strafe aufgrund der Wahl des Opfers erhalten soll, das würde so viele Probleme lösen. Die Standardantwort als Option könnte dann Ja sein. XYZ hat ihr Fahrzeug beschädigt. Möchten Sie ein Verbrechen melden? Ja, nein. Soweit der Eintrag vom Citizen Uberjuice. Und darauf die Antwort von CIG, die sagen, hey, das ist genau der Plan. Wir hatten gehofft, dies bereits in 3.9 einbauen zu können, aber wir hatten nicht die Zeit dafür, sodass ich hoffe, es bald in einer der nächsten Releases zu sehen. Allerdings wird es nur die aktuelle Benachrichtigungsaufforderung verwenden. Also dasselbe System, was wir derzeit für Party-Einladungen und so weiter haben. Und dieses System, das muss wirklich überarbeitet werden hinsichtlich der Sichtbarkeit und der Reaktionszeit. Ich würde denken, dass wir bei den meisten Verbrechen keine Anzeige erstatten, wenn sie ignoriert werden. Bei Mord ist das natürlich was anderes. Ich beschäftige mich derzeit mit den Auswirkungen der Aufhebung der Anklageanzeige für Partymitglieder, kann dazu aber derzeit keine Zusagen machen. Also Fazit, das Recht- und Gesetzsystem, daran wird noch gearbeitet, das erhält noch eine Erweiterung, insofern, wenn wir irgendwo angerempelt werden, zum Beispiel oder angeschossen werden und das ist ein Mensch, dem wir gar nichts Böses wollen oder es ist ein Partymitglied, dann können wir entscheiden, zu sagen, nein, das ist alles in Ordnung, das war so gar nicht gewollt, sondern Teil unseres gemeinsamen Spiels. Das umgeht natürlich nicht die systemischen Fehlanzeigen, wo wir möglicherweise eigentlich gar nichts gemacht haben und dann trotzdem einen Kriminalitätsstatus erhalten. Insofern bleibt die Kritik durchaus bestehen und ist berechtigt von dem User, aber ich finde es trotzdem gut, dass zumindest im PvP-Umfeld CIG hier noch eine Möglichkeit uns gibt zu entscheiden, ob wir etwas ahnden möchten oder nicht. Weiter geht's zu einer ganz kurzen Frage mit einem sehr spannenden Inhalt von Chad McKinney. Und zwar wird gefragt von einem User, dessen Namen ich mir nicht notiert habe, ich habe mich gefragt, wie die Chancen stehen, eine Tür nur halb öffnen zu können. Wenn man eine Tür nur halb öffnen könnte, wenn man geentert wird, könnte man Verengungen schaffen, die eine besser zu verteidigende Position ermöglichen. Chad McKinney schreibt dazu, wie gesagt, ich habe tatsächlich an der aktuellen Türkomponente gearbeitet, die wir im Spiel verwenden, sodass ich hier einen Einblick geben kann. Es gibt mehrere verschiedene Animationsstile, die die Türen verwenden. Einige von ihnen sind so geschrieben, dass die Animation ein einmaliges Öffnen bzw. Schließen ist und keine Pause machen kann. Es gibt andere, die zwar animiert, aber markiert sind, sodass sie vom Code aus prozedural gesteuert werden können. Immer wenn man auf eine Tür mit einem Näherungssensor zuläuft, der anfängt sich zu schließen, den Spieler dann erkennt und dann umkehrt und sich sofort öffnet, das ist eine davon. Es gibt auch einige Türen, bei denen die Bones direkt prozedural vom Code gesteuert werden, nur eine einfache lineare Interpolation, nichts allzu Ausgefallenes, und diese können auch glatt zu jeder Position interpoliert werden und an jedem Punkt anhalten. Wie dem auch sei, der Punkt ist, dass es eine Menge Türen gibt, die dieses Verhalten definitiv unterstützen können, und in einem Fall tun wir das bereits irgendwie. Ich habe auch an Durchbrüchen gearbeitet, bei denen eine Tür aufbricht und sich öffnet, wenn man nur genug auf sie schießt. Das funktioniert, weil sich diese Türen prozedural benutzen und in eine Position bewegen lassen, sodass sie sich teilweise öffnen. Wir könnten das auf jeden Fall für Schäden verallgemeinern oder uns eine Methode ausdenken, um eine Tür gezielt teilweise zu öffnen. Und jetzt wird's interessant. Er schreibt weiter, die bessere Frage ist nun, wie man das macht. Jedes Mal, wenn wir dem Spiel neue Funktionen hinzufügen, entstehen Komplexitätskosten, in Anführungsstrichen, die dem Spiel und damit den Spielern teuer zu stehen kommen. Je mehr Dinge die Spieler geistig im Auge behalten müssen, desto größer ist die geistige Belastung. Nun, als erfahrener Spieler wird sich das albern anhören. Natürlich möchte man die ganze Komplexität und die ganze Entscheidungsfreiheit. Aber die Wahrheit ist, dass nicht jeder ein Powergamer ist. Und so besteht ein üblicher Designtrick darin, Dinge zu machen, die scheinbar einfach sind, aber je mehr man sich damit beschäftigt und die Komplexität dahinter versteht,
desto mehr kann man das System für sich nutzen. Dies ist als linsenförmiges Design bekannt. Der Punkt ist jedenfalls, wenn man alle Türen mit wirklich komplexen Interaktionsschemata, teilweise im Öffnen, Durchbruch, manueller Überbrückung, Sicherheitsfunktionen und so weiter ausstattet, hat man dem Spiel vielleicht eine Tonne mentalen Overhead hinzugefügt. Und vielleicht ist das in Ordnung, vielleicht aber auch nicht. Aber es könnte einige Möglichkeiten geben, das zu verbergen. Beachtet man also das Panel nicht, so kann man ein Leben lang glücklich Star Citizen spielen und sich nie damit beschäftigen müssen, es sei denn, man entscheidet sich dazu oder lernt etwas, das den Spieler dazu zwingt, tiefer einzutauchen in die Spielmechanik. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gäbe etwas Design- und Codearbeit, aber es gibt absolut nichts Grundlegendes, das dies verhindern könnte, das besagt, dass ich nicht sicher bin, ob so etwas auf jedermanns Radar zurzeit ist, obwohl es, um fair zu sein, schon eine Weile her ist, dass ich an Türen gearbeitet habe, die jetzt einem anderen Team gehören. Soweit Chad McKinney, und ich finde diesen Beitrag sehr, sehr spannend, weil wir gerade die Diskussion in der Community hatten. Es gibt einen Teil der Community, die möchten alles so komplex wie möglich haben, und es gibt andere, dazu gehöre ich auch, die sagen, naja, ist ja ganz gut und schön, aber eigentlich möchte ich mich ein bisschen hinsetzen und entspannen und nicht erstmal irgendwie wie früher bei Falcon, das Spiel, falls ihr das noch kennt, da musste man erstmal ein 600-seitiges Handbuch durcharbeiten, um den Vogel überhaupt vom Boden zu bekommen. Das ist nicht mein Ding, da habe ich keine Lust zu. Und ich finde es toll, dass CIG hier versucht, den Spagat hinzukriegen durch das Spieldesign, dass sie sagen, natürlich, wir haben einen großen Teil der Spielerschaft, die haben keine Lust auf Komplexität. Die möchten sich in ihr Raumschiff setzen, die möchten ein bisschen handeln, ein bisschen kämpfen, aber die möchten spielen. Aber wir geben durch unsere Designentscheidungen den Spielern, die das haben möchten, die da reintauchen möchten, nichtsdestotrotz die Möglichkeit eines super komplexen Universums. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Spagat und es macht mir Spaß, das zu lesen, weil es genau das ist, wofür ich Star Citizen und beziehungsweise CIG auch seit vielen Jahren unterstütze mit viel Geld und mit meiner Arbeit, weil ich der Überzeugung bin, dass sie uns allen das Spiel geben werden, was wir uns so sehnlichst wünschen. Und das hat es hier nochmal bestätigt, dass sie das nicht aus dem Auge verloren haben, sondern dass sie einfach versuchen, ein sehr interessantes Spielerlebnis zu designen und einer sehr breiten Spielerschaft hier entgegenkommen möchten mit ihren Designentscheidungen. Es bleibt also spannend. Ich bin einige Zeit in 3.9 unterwegs gewesen und wie gesagt, mehr dazu, Erfahrungsaustausch, Status Quo, Squadron 42 Newsletter, all das und noch viel mehr in der Verse Night mit Mitch und Van Heiden und mir am nächsten Dienstag 20.30 Uhr. Das war's mit diesem Video, was euch ermöglicht wurde durch meine Unterstützer auf tippy.com/astrosam. Vielen, vielen, vielen lieben Dank an alle, die die intensive Arbeit für die Erstellung dieses Videos finanziell unterstützen. Wenn auch ihr dies tun möchtet, freue ich mich sehr darüber. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Und dann hoffe ich, dass das ein interessantes und spannendes Video war für euch. Hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch auf diesem Wege ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Cheers.